Ja. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen. Im Verkehrssektor bedeutet das, dass ich von meinem Wohnort aus meinen Arbeitsplatz schnell und stressfrei erreichen kann. In der grünen Wohlfühl-Märchenwelt reden Sie immer von der Verkehrswende. Im Wesentlichen ist das die Stärkung des ÖPNV und der Ausbau von Elektromobilität. Erreichen wollen Sie das über die zunehmende Abschaffung von Individualverkehr und dem privat genutzten Automobil. Ja, und Ihre Politik ist ja durchaus erfolgreich. In Städten werden zunehmend Parkplätze abgebaut und Ausfallstraßen werden durch Fahrradspuren eingeengt und somit entstehen heute endlose Staus. Und diese sind politisch gewollt, um den Menschen das Autofahren zu vermiesen. Seit Jahren werden in Deutschland ganze Regionen abgehängt und der ländliche Raum wird immer schwerer zu erreichen. Nehmen wir das schöne Beispiel von dem Vorsitzenden des Verkehrsausschusses, Herrn Özdemir, der leider nicht da ist, dass er im Rahmen einer Hetzrede gegen die AfD hier im Frühjahr im Bundestag erwähnt hat. Aber sicherlich war das eine. Herr Özdemir behauptete damals großspurig, er würde, wenn er aus Berlin am Flughafen Stuttgart ankäme, mit der S-Bahn nach Hause fahren, nach Bad Urach. Bad Urach ist ein idyllisches Städtchen am Fuß der Schwäbischen Alb. Dumm nur, es gibt gar keine S-Bahn nach Bad Urach. Ja. Aber dafür gibt es einen Bahnhof. Und die Verbindung zum Flughafen von Bad Urach sieht so aus. Sie steigen ein in die Regionalbahn nach Metzingen, Sie steigen oben in Metzingen in den Regionalexpress nach Wendlingen und dort steigen Sie oben in den Bus zum Flughafen. Die Fahrzeiten für diese Strecke dauert fast 2 Stunden. Fußwege nicht eingerechnet. Das heißt, ein Pendler, der am Flughafen Stuttgart arbeitet, dort arbeiten übrigens 10.000 Menschen, dieser Pendler, der brav mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, so wie Sie das alle hier wollen, wäre hin und zurück praktisch 4 Stunden unterwegs. Mit dem Auto spart dieser Pendler 3 Stunden und das jeden Tag. Und diesem Pendler machen Sie das Leben zur Hölle mit Ihren Verkehrsbehinderungsmaßnahmen wie verschleppter Ausbau von Umgehungsstraßen und Fahrradspuren sowie fehlenden Parkplätzen in unseren Städten. Der vorläufige Gipfel Ihrer Zerstörungspolitik unserer Gesellschaft sind die Fahrverbote für ältere Fahrzeuge. Und das erstaunt mich ja, dass das immer noch nicht hier groß zur Rede gekommen ist. Mit dem Hype um Elektromobilität und Fahrverboten wird übrigens die individuelle Mobilität zu einem Luxusgut für unsere Upper Class. Und sonst ist das alles nur noch eine Zerstörung. Verlangen Sie mal von einem Familienvater aus dem genannten Beispiel, dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln jeden Morgen in die Stadt pendeln soll. Seine Familie sieht er nur noch in einer WhatsApp-Gruppe. Ja. Ihre Verkehrswende ist de facto ein Angriff auf die ganze Familie. Für Pendler ist das Auto immer noch die schnellste und vernünftigste Variante. Wer was anderes behauptet, hat entweder keine Ahnung oder sagt einfach die Unwahrheit. Die AfD fordert daher massiv den Ausbau der Straßeninfrastruktur, um damit auch Familien die Vereinbarkeit zwischen Arbeit und Leben auf dem Land ermöglichen zu können. Gleichwertige Lebensverhältnisse bedeutet deshalb auch, wir wollen die Interessen der Autofahrer in diesem Land wieder stärken. Und ich würde mich freuen, wenn scheinbar andere bürgerliche Parteien sich dieser Position der AfD anschließen würden. Vielen Dank.